Guten Morgen, Liebchen. Lass mich dir erzählen, was heute da draußen los ist. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Wir haben in der letzten Folge das Flussrevier erstellt und natürlich quasi noch nichts gemacht, außer dass jetzt 9 Gebäude dort gebaut worden sind und hoffentlich ganz, ganz viele Leute dort angekommen sind. Ich werde mich erstmal dorthin, ja, transportieren lassen. Ich werde einen kurzen Blick auf unsere Gäste. Jetzt muss ich selber erstmal eben schauen. Hier unten ist es, genau. Kurzen Blick auf unsere Gäste werfen und dann. Ja, das ist ein neues Gebäude. Und dann werden wir uns sofort zum nächsten Fragment begeben. Ach du liebe Güte, ein Begrüßungskomitee. Wie wunderbar. Ja, ich brauche besuche dein hübsches Städtchen und habe viel Spaß dabei. Eine Bibliothek. Okay, dann zieh mal ein, dann kann ich dir eine Bibliothek bauen. So. Kann ich hier schon was einfordern eigentlich? Da müssen wir gleich mal eben gucken. Wahrscheinlich, weil wir das jetzt... Ach, was mache ich denn hier? Oh, ich will nicht weg. Ich will eigentlich nur was bauen. So, eine Bibliothek. Ich mit meinem Kurzzeitgedächtnis muss das sofort bauen, damit es nicht vergessen werden kann. Oh, ich hätte vorher gucken können, ob ich das überhaupt bauen kann. Oh ja, kann ich. Okay, okay, okay. Allerdings habe ich jetzt nur noch 5-mal stinkend. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz doof. Wo finden wir denn hier Platz? Hier oben haben wir noch was. Ich will das jetzt nicht alles so kreuz und quer machen. Ja, das ist halt blöd, wenn man von da kommt. Was haben wir denn hier unten eigentlich noch? Hier unten, das ist ein bisschen größer vom Platz. Können wir hier oben, können wir wahrscheinlich nichts bauen. Nee, das sieht man auch schon direkt. Ach, da haben wir noch nicht freigeräumt, sehe ich gerade. Hatten wir das nicht auch angeklickt? Okay, dann muss ich das hier unten machen. So, erstmal. Nee, dann machen wir das. Es ist alles doof, sagen wir es mal so. Aber dann machen wir das jetzt so. So. Dann verwalten wir nochmal eben kurz die Gebäude. Damit wir da... Eine Marke brauchen wir. Direkt 2 Bewohnerplätze, genau, das geht am schnellsten. Schauen wir mal eben wegen der Dachfarbe. Dann nehmen wir jetzt einfach mal irgendetwas, was so einigermaßen zusammenpasst. Das hatten wir, glaube ich, gerade drin. So, damit es jetzt hier einen Stufenaufstieg gibt, dann machen wir noch einen Blumenkasten hin. Haustierhütte können wir gerade nicht, einen Briefkasten können wir aber hinmachen, zack. Und das war's dann auch. Dann das andere große Haus. Dann machen wir mal lila rein und ein bisschen was Buntes. Blau sieht doof aus, machen wir mal rosa dazu. Das sieht auch irgendwie komisch aus, glaube ich, aber egal. Nehmen wir das mal mit da rein. Blumenkasten, können wir da 2 reintun, so wie es aussieht. Briefkasten, zack, machen wir auch einen rein. Und ganz wichtig, die Marken. So. Und das nächste Haus. Eigentlich hatte ich ja gesagt, dass ich das alles offline machen werde. Fällt mir gerade so ein. Und jetzt bin ich doch da dran, es zu machen. Naja, gut. Jetzt habe ich einmal angefangen. Jetzt kann ich es auch beenden. Blumenkästen, zack. Briefkasten. Ganz wichtig, die Marke, damit auch genug Leute da reinkommen. Ach so, können wir schon Bibliothek machen? Nee, oder? Ja, meine ich doch. Können wir doch noch gar nichts machen. Gasthaus. Haben wir natürlich noch keinen, den wir jetzt hier einstellen können. Wobei, ach so, Moment, Gasthaus, ne? Da haben wir doch immer unsere Regenbogentapete. So. Diesmal mit Orange und das. Keine Ahnung, ob das was aussieht, aber egal. Um einen Angestelltenplatz freizuschalten, ja.
Dekoration oben. Oh, da haben wir sogar noch eine. Sehr schön. Machen wir doch. Vorne auch. Soll ja gut aussehen. Okay. Und das, glaube ich, letzte Haus nochmal eben schnell. Das können wir ein bisschen mehr grün machen von mir aus. haben wir noch irgendwas anderes Grünes? Das passt mehr oder weniger gut. So. Briefkasten haben wir keine mehr, aber wir hätten noch eine Marke im Angebot. So. Bibliothek haben wir noch. Achso, doch, ein großes Haus. Auch natürlich das einzige Haus, was jetzt schon bewohnt wird. Das habe ich jetzt komplett vergessen. So, das machen wir jetzt mal einfach ein bisschen eisig hier. So. Du kriegst natürlich auch einen Blumenkasten. Sehr schön. Und du bekommst auch eine Zweiermarke. So. Dann haben wir, glaube ich, erstmal alles. Verschönerung ist bereit zum Einfordern. Aber wir gucken erstmal. Ist das der Einzige, der hier gerade rumläuft? Echt jetzt? Na gut. Okay. Dann machen wir das. So. Kaum haben wir das gemacht, kommt der Nächste hier runter, der hier einziehen möchte. Hallöchen. Beziehungsweise die Nächste. Ja, ein Begrüßungskomitee. Schneider. Ich guck mal eben schnell. Ja, Moment, Moment, Moment. Ich guck mal eben schnell, ob wir überhaupt einen Schneider bauen können. Beim letzten Mal habe ich ja nicht geguckt. Aber wir hatten noch Glück. Ja, den können wir bauen. Okay. Perfekt. Dann darfst du hier bleiben. Zack. Und kriegst ein eigenes Haus. Vielleicht finden wir ja noch einen anderen Schneider. Wer weiß, wer weiß. Okay, dann bauen wir den Schneider hier auch rein. Die Frage ist jetzt nur, wie wir das am besten machen. Das funktioniert natürlich wieder nicht, weil wir da mega viel Platz für ein gar nicht so großes Gebäude brauchen. Da oben ist gesperrt, da können wir nicht weiter. Okay. Moment. Es sieht zwar scheiße aus, aber es ist immerhin effektiv gebaut von der... naja gut, ob man da jetzt noch drüber kommt, obwohl eigentlich... Naja, doch, eigentlich ist es... Eine Brücke, die man benutzen können sollte. Jetzt ist keiner mehr hier, ja? Jetzt kann ich mal eben schnell zu unserem... Ich weiß nicht mehr, wohin laufen. Da oben. Das ist auf der Seite. Oh Gott, jetzt habe ich hier alles zugebaut. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hochkomme. Doch, da kamen wir über die Brücke nach oben und da mussten wir das ganze Stück nach links laufen. Ach so, Moment. Wo war jetzt der Ort... den wir vergessen haben. Das war quasi von hier, das war das hier, glaube ich, ne? Von hier aus links rum. Da müssten wir nämlich mal kurz hingehen, damit das dann bis morgen auch gemacht wird. Ja, es kann tatsächlich sein, das ist irgendwie seltsam, der läuft hier nicht ganz so, wie ich das haben möchte. Aber ich bin doch hier links hochgelaufen, dann habe ich gar nicht mitbekommen, dass man das hier freischalten kann. Oh je, oh je. Okay. Ja, da macht euch mal schnell an die Arbeit. Was ich schon vergessen habe, das müsst ihr jetzt ja ausbaden. So. Das ist nicht das eine Gebäude gewesen. Das eine Gebäude ist, glaube ich, da hinten gewesen. Ich weiß nicht, ob man da noch rüberkommt, wenn man da hinten über die Brücke geht. Das sieht so etwas extremst eng gebaut aus. Aber, naja. Irgendwie werden wir das schon schaffen. Jetzt haben wir schon wieder so viel Zeit verloren, obwohl die Folge doch bestimmt sehr lange dauert. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Also könnt ihr euch vermutlich darauf einstellen, dass ja, diese Folge etwas länger wird. Weil wir müssen natürlich erstmal noch dahin laufen. Ich würde gerne... Vielleicht kommt man ja auch am Ende da oben wieder raus. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass das Gebäude... vielleicht mit dem Ding zu tun haben könnte, wo wir jetzt reingehen. Weil es steht ja eigentlich mehr oder weniger direkt darüber. So, die Kammer der Täuschung. Oh, shit. Was geht denn hier ab? So, euch kloppen wir mal alle hier. Komm, bleib hier. Bleib doch mal hier. Mann. So. Falls ich mal irgendwas brauche oder suche. Außerdem, wenn die alle verwandelt sind, dann... Ach so, ich muss das ja sowieso machen, damit ich weiterkomme, sehe ich gerade.
Aber dann ist es nicht mehr so laut, wollte ich eigentlich gesagt haben. Ja, bleib stehen. So, geht das jetzt weg? Ja, perfekt. Okay. Das ist wieder so ein Mist. Ich habe es geahnt. Oh nein. Wo wir gerade schon vom Mist sprechen. Oh je, oh je. Da kann ich runter. Da oben ist was zum Einsammeln. Ich hoffe, ich komme. Ja, doch, da hinten müsste ich hochkommen. Vier Sachen brauche ich, okay. Muss ich dann aber auf jeden Fall da runterspringen, denke ich mal, weil das sieht so aus. Ach so, die sind dazwischen. Ah, und unten rechts war, glaube ich, auch noch was. Okay. Den können wir schon mal mitnehmen. Komme ich dran so vorbei? Ja. Okay. Wow. Dann ist nur die Frage, wo kommt der jetzt rein? Das ist wahrscheinlich der zweite von rechts hier, ne? Ja, okay, perfekt. Da müssen wir den anderen noch holen. Das war jetzt knapp. Der lässt sich nämlich nicht so richtig steuern, wenn er einmal da runterspringt und den, beziehungsweise sie, und den Schirm aufmacht. So, erstmal alles einsammeln hier. Dann den eckigen. Das dürfte der linke hier sein. Zumal das auch die gleichen Farben sind. So, haben wir da noch? Doch, da haben wir noch was. Na, nimm das an. Okay, jetzt ist die Frage. Wahrscheinlich muss ich von der Mitte hier hochspringen. Also hier drauf springen, das nehmen und dann zur anderen Seite, um wieder zurückzukommen. Oder können. Nee, das können wir abkürzen, oder? Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das ausreicht. Ich kann den nicht öffnen, glaube ich, oder? Ich versuch's lieber erst, wenn der weg ist. Ah, doch. Doch, doch. Die öffnet das doch. Oh, ich dachte schon. Okay, das ist jetzt grün. Also nehme ich an, dass das das hier ist. Perfekt. Die Frage ist nur, wo ist der dritte? Der müsste dann theoretisch doch irgendwo hier unten sein, oder? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite war er nämlich auch unten. Ach, es wäre schön, wenn ihr euch mal schneller bewegen würdet. Wow. Tschüss. Oh shit. Kann ich mich da in die Ecke stellen? Reicht das noch? Ja, ne? Boah. Okay. Das reicht noch. So. Ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht an der Ecke rüberspringe. Und nicht vom Falschen abspringe. So. Das letzte. Für jetzt gerade zumindest. Oh je. gut. Wir haben unten wieder die Viecher. Und ich kann vermutlich nicht einfach so nach vorne springen. Ich gehe mal stark von aus. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das Wasser... Doch, das ist Wasser da unten. Okay. Das ist doof. Ja, das dachte ich mir. Es ist zwar schön, dass ich das jetzt hier einsammeln kann, aber... Den kann ich im Wasser jetzt aber auch nicht. Ich kann nicht. So.
Frage ist jetzt nur, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Komme ich hier? Ja, okay, perfekt. Da hinten. Hier ist zu. Das heißt, ich denke, ich muss hier tatsächlich alle klatschen. Aber wie soll ich das denn mal mit denen im Wasser? So lange kann ich doch gar nicht warten. Eieiei. Okay. Ihr seid aber auch Schweine, ehrlich. So, dich habe ich schon mal. Kommst du auch mal irgendwie an Land, oder? Das ist ja Mist. Vor allen Dingen richtig blöd... Ach, nimm das doch einfach an mit dem Schlagen, Mann. Vor allen Dingen richtig blöd gemacht, dass sie da im Wasser rumkriechen. Hinten ist einer. Aber die kommen ja auch nicht an Land, ne? Das ist jetzt echt mies. Moment, wir haben hier vorne einen, wir haben da hinten einen. Also zwei. Also ich habe da drei. Drei habe ich jetzt, die im Wasser sind. Ja, wie mache ich das denn? Ich könnte jetzt mal versuchen, einfach ins Wasser reinzuspringen. Oder du... Nein, du sollst freiwillig zu mir kommen. Komm her. Ach so, ich kann hier laufen. Ach so, echt jetzt? Oh, ich dachte, das wäre zu tief. Euer Ernst? Ja, dann. Das ist gar nicht so schlimm gemacht. Könntest du vielleicht mal zuschlagen, wenn ich... Moment, haben wir hier noch einen? Hallo? Da ist noch einer. Die sind aber auch schlecht zu erkennen im Wasser. Vor allen Dingen hauen die mir im Wasser viel mehr ab. So. War das jetzt... War das jetzt über mir? Moment. Oder bin ich jetzt auf der falschen? Doch, das ist die richtige Seite, oder? Ja, das sieht gut aus. Okay. Oh, da sind schon wieder... Hallo. Ich würde mich gerne umschauen, ohne dass ihr mir das so zeigt. Okay, also rechts hatte ich sowieso schon eins gesehen. Dann... Weiter rechts ist wahrscheinlich dann der Durchgang. Ich höre hier aber auch immer ein Kind, oder? Da sind zwei rote. Hier höre ich wieder was. Oder höre ich nur die Gegner? Das kann natürlich auch sein. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie so drauf geachtet. Da ist... Gelb, also von mir aus links ist gelb und das Ding, was ich holen kann, ist auch gelb. Oh, hatte ich da umgeschaltet. Also, werde ich jetzt mal erst das hier holen. Ach, die Dinger. Ah, ja, ja. Ja, ja. Die Dinger, die machen mir die Geräusche. Stimmt ja. Nicht die Immerling. Also die Immerling-Kinder auch, aber. Ach du Schande. Aber das war doch nicht rosa zum Weiterkommen, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Okay. Wir gucken mal. Okay, dann bleibe ich mal lieber hier. Doch, das war doch rosa. Okay. Diesmal auch nicht so lange warten. Da ist beides das gleiche, oder? Nehme ich mal an. Da ist noch ein grünes. Kann das sein, dass das hier war? Ich habe jetzt nicht so auf die Farbe geachtet. Naja. Türkis. Okay. Ach, und da kriege ich dann das zweite. Hahaha. Gar nicht so doof. Okay.
So. Was? Ah, halt. Wir haben ja einen Alchemietisch. Schmeißen wir das mal kurz weg. Nein. Schmeiß mal eben weg. Ich will zumindest wissen, ob ich da irgendwas machen kann. Anscheinend aber nicht. Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob man das wirklich nicht machen kann, weil man es nicht hat. Oder ob das jetzt, ob ich da irgendwas anderes machen muss. Keine Ahnung. So, das Rosane gehört hier vorne. Da, wo du natürlich jetzt gerade rumgehen musst. War ja klar. Dann mache ich das anders. Edge, Edge. So, das sieht sehr, sehr geil aus hier. Ja, und da haben wir es endlich. Das Liedfragment des Zerbrechens. Sehr, sehr geil. Und ich bin auch sehr begeistert, ehrlich gesagt, dass das diesmal nicht so lange gedauert hat. Ja gut, ich habe es natürlich auch beim allerersten Mal ziemlich übertrieben und habe dann hier gestanden und gewartet, weil ich doch ein bisschen Sorge hatte, dass die mich dann sonst kaputt machen könnten oder so. Da komme ich dahin, ne? So. Das habe ich jetzt natürlich nicht. Jetzt laufe ich einfach todesmutig da rein und da durch und überhaupt. So. Da können wir theoretisch auch überspringen, aber da warte ich lieber. Au, au. Bis der ein bisschen weg ist, wollte ich eigentlich gesagt haben. So. Heute ist wieder der Tag von ganz vielen Soos bei mir, habe ich das Gefühl. Wir müssen jetzt nach Hause und müssen erstmal das Liedfragment einsetzen. Und es war gar nicht so schlimm, beziehungsweise es hat gar nicht so lange gedauert, um es zu finden, was ich sehr positiv finde. Das habe ich, glaube ich, gerade schon mal gesagt. Aber darauf bezogen auch, dass wir jetzt natürlich noch... Oh, da hinten konnte ich noch was ernten, habe ich gerade gesehen. Ich laufe gerade ein bisschen in die falsche Richtung. Ne? Ich bin hier irgendwie... Immer wenn ich da oben stehe, wurde ich abgeholt. Dementsprechend gehe ich schon automatisch zurück. Ah, ist das schön. Mit einem freudigen und wehleidigen Auge allerdings. Beziehungsweise, ja, Auge... Ein lachenden und weinenden Auge, meinte ich damit eigentlich. Auf der einen Seite fände ich es natürlich toll, wenn wir das dann irgendwann durch haben, das Spiel. Eins, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube zwei oder drei fehlen uns noch. Ne, nee, da hinten haben wir schon eingesetzt. Machen wir erstmal hier. Erinnerungen des Immerbaums durchströmen dich. Die Forderungen der Kinder nach dem Jora laugten mich aus. Und ich konnte ihre Erwartungen nicht mehr erfüllen, wie ich es einst tat. Die Zwietracht wurde lauter und stärker. Als ich sie schließlich nicht mehr zurückhalten konnte, erschien die Dürre, die Disharmonie des Kosmos. Sie wob sich in mein Lied und sammelte sich um mein Herz. Ich rief meine Kinder in der Hoffnung, dass sie zuhören würden. Doch sie lebten ihre Leben weiter. Unfähig und unwillig, mir zuzuhören. Ich, der große Immerbaum, verstummte. Oh.
und wir erhalten wieder etwas Neues, wo wir Samen drauf pflanzen können. Und der Immerbaum wächst. Sieht schon irgendwie richtig imposant aus, wenn man das so sieht. Ja, bereit zum Einfordern. Oh, was haben wir denn jetzt hier noch alles drin? Einmal das Liedfragment zurückbringen. Gibt uns einen Laternenmast. So, erschaffe merkwürdige Samen. Achso, das ist alles nicht das Gleiche. Aber wir können doch hier irgendwo... besteht doch, dass ich noch irgendwas einfordern kann. Ach, auf der Seite davor. Okay, finde das Liedfragment. Blättertapete. Jo, etwas, was ich bisher noch nie bekommen habe. Oh je. Okay, die Stadt. Die Stadt. 50 Gebäude anpassen. Das ist dann auch abgeschlossen, wenn ich das hier richtig verstehe. So, dann stelle die Harmonie auf dem Inselschauplatz wieder her. Okay. Das Geschenk des Lebens. Oh, boah, ich muss aber noch ganz viele Geschenke hier verteilen. Ich sehe schon. So, dann repariere die Docks. Das haben wir natürlich auch noch nicht eingelöst. Auch wieder Tapete. Was aber gar nicht so schlecht ist, weil die brauchen wir ja immer wieder. Hier wollte ich allerdings nochmal eben gucken. Flora wünscht, dass du vorbeischaust. Ach, die war das. Okay, da müsste ich mich dann auch nochmal eben hinbegeben. Da würde ich aber sagen, das mache ich dann in der nächsten Folge, weil es jetzt doch schon insgesamt ziemlich lange geworden ist. Ich gucke nochmal eben hier. Also das ist eins, was noch fehlt. Das sollte dann wahrscheinlich das nächste sein. Zwei fehlen uns auf jeden Fall noch. Oder da oben das eine, was jetzt nicht am Leuchten ist, das wird jetzt nicht mitgezählt. Ich bin mir jetzt natürlich nicht so sicher. Und hier unten ist alles dran. Ja, also zwei, denke ich mal, werden wir noch hier reinmachen müssen von den Liedfragmenten. Ich meine, es sind auch zwei Bereiche, die man auf der Karte sehen kann, also grob angedeutet, die wir noch freimachen müssen. Ja, dann würde ich erstmal sagen, dass ich für heute die Folge hier beende und dass ich dann zu Flora hieß sie, glaube ich, in der nächsten Folge nochmal gehen werde mit euch gemeinsam und dass ich mich jetzt für den Rest des Tages erstmal offline noch um die Welten kümmern werde. Bis zur nächsten Folge. Ciao!